Heute zeige ich dir die wichtigsten Methoden, wie man Dreieckstücher arbeitet. Damit kannst du auch eigene Dreieckstücher entwerfen. Die allereinfachste Methode ist es, ein Dreieckstuch bei der unteren Mitte zu beginnen mit einer Masche, aus der du drei Maschen strickst. Also indem du in diese eine Masche einstichst, rechts abstricken, einen Umschlag und noch einmal rechts abstricken. Bei der Rückreihe verdopple ich die erste Masche. Ich stricke weiter rechte Maschen. Und ich werde nun fortlaufend immer die erste Masche verdoppeln. Und zwar stricke ich sie dafür einmal von vorne und einmal von hinten ab. Restlichen Maschen rechts. Ich nehme also jetzt auf kein Muster Rücksicht, sondern wir stricken einfach nur rechte Maschen. Und indem ich die erste und die letzte Masche auch immer rechts stricke, entsteht ein Knötchenrand. Also auch wenn ich die erste Masche immer verdopple. So, du siehst hier, es entsteht ein gleichmäßiges Dreieck mit einem Knötchenrand. Eine Variante für den Rand wäre, ein Kettrand, ein hübscher. Dafür stricke ich die erste Masche immer rechts und verdopple die zweite Masche, also von vorne und von hinten abstricken und wieder rechte Maschen. Für den Kettrand wird die letzte Masche jeder Reihe links abgehoben. Also wie zum Linksstricken einstechen, aber nur abheben, nicht stricken. Die erste Masche immer rechts abstricken. Und immer die zweite Masche verdoppeln. Und die letzte Masche jeder Reihe immer links abheben. Das ergibt einen sehr hübschen, gleichmäßigen Kettrand. Ich zeige dir gleich den Unterschied. An der Schräge ändert sich sonst nichts. Also erste Masche immer stricken, die zweite Masche verdoppeln und die letzte Masche links abheben für einen gleichmäßigen Kettrand. So, der Lomo muss natürlich dabei sein. Der nicht vermittelbare, schüchterne Kater Lomo kann unglaublich lästig sein. Wenn er mich lässt, zeige ich euch jetzt den Unterschied zwischen den beiden Rändern. Also in einem Fall, wenn wir die erste und die letzte Masche immer rechte Maschen stricken, entsteht ein Knötchenrand. Du siehst hier den Unterschied, rechts der Knötchenrand und links der Kettrand. Natürlich auf beiden Seiten. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Methoden, um zuzunehmen. Eine der Methoden ist, mit Umschlägen zuzunehmen. Ich mache die gerne nach der zweiten Masche, wenn mich der Lomo lässt. Also Randmasche, eine Masche rechts, ein Umschlag. Also immer nach der zweiten, ich stelle es jetzt ein bisschen schneller, immer nach der zweiten Masche ein Umschlag. Randmasche rechts, eine Masche rechts, ein Umschlag. Also immer nach der zweiten Masche am Anfang einen Umschlag. Die letzte Masche hebe ich wieder links ab für einen Kettrand. Durch die Umschläge entstehen kleine Löcher. Die kannst du, das sieht ganz hübsch aus, und die kannst du zum Beispiel verwenden, um Fransen einzuknüpfen. Möchtest du mit Umschlägen zunehmen, weil das eine einfache Methode der Zunahme ist, aber keine Löcher, geht das auch.
indem du die Umschläge jeweils verschränkt abstrickst. Also erste Masche rechts, eine Masche rechts, ein Umschlag. So, ich stelle wieder ein bisschen schneller, ein bisschen sehr viel schneller. Wäre schön, wenn man so schnell stricken könnte. So, nun komme ich zum Umschlag, den ich nicht wie sonst als rechte Masche abstricke, sondern ich stricke den hinteren Faden der Masche ab. Das nennt man verschränktes ab, rechts verschränkt abstricken. Und damit vermeidest du die Löcher. Ich zeige dir gleich den Unterschied. Jetzt ist die Lucy im Bild. Jetzt wechseln sie sich schon ab. Also hier siehst du die Lücken, die durch die Umschläge entstehen. Wenn du die Maschen aber verschränkt abstrickst, dann vermeidest du diese Lücken, obwohl du mit Umschlägen zugenommen hast. So, das war nun ein gleichmäßiges, ganz ein einfaches Dreieck, das du von der Spitze unten begonnen hast und in jeder Reihe am Anfang zugenommen hast. Und hier siehst du noch einmal unten an den Seiten den Knötchenrand. Da haben wir immer die erste Masche verdoppelt. Danach für den Kettrand haben wir immer die zweite Masche verdoppelt, die erste Masche rechts abgestrickt, die letzte Masche links abgehoben. Für den Lochrand haben wir jeweils nach der zweiten Masche einen Umschlag gestrickt. Das war nun wohl die einfachste Methode für ein Dreieckstuch. Und ich zeige dir nun, wie man ein Dreieckstuch ebenfalls von der unteren Spitze beginnend die Zunahmen in der Mitte vornimmt. Ich beginne wieder mit einer Masche. Und aus dieser stricken wir wieder drei Maschen heraus. Also einmal rechts abstricken. Die Masche bleibt noch auf der Nadel, ein Umschlag und noch einmal rechts abstricken. Also aus einer macht drei, zwei Maschen zugenommen. Und nun, ich stricke wieder einen Kettrand, die erste Masche rechts, vor der Mittelmasche einen Umschlag, die Mittelmasche rechts, nach der Mittelmasche einen Umschlag und die letzte Masche links abheben für den Kettrand. Und wieder die erste Masche rechts, nun den Umschlag rechts abstricken, wieder vor der Mittelmasche einen Umschlag, Mittelmasche rechts, nach der Mittelmasche einen Umschlag, Umschlag rechts abstricken, die letzte Masche links abheben. Und genauso geht es immer weiter, erste Masche rechts, dann rechte Maschen bis zur Mittelmasche, vor der Mittelmasche einen Umschlag, die Mittelmasche rechts, nach der Mittelmasche einen Umschlag und wieder rechte Maschen. Also auch die Umschläge immer rechts stricken. Letzte Masche links abheben. Aber du kannst, so haben wir nun in jeder Reihe zwei Maschen zugenommen. Du kannst aber natürlich auch nur in jeder zweiten Reihe zwei Maschen zunehmen, je nachdem, wie steil das Dreieck werden soll. Das heißt, du nimmst immer in einer Reihe, werden die Umschläge erzeugt und in der Rückreihe werden die Umschläge einfach rechts abgestrickt und keine neuen Umschläge gemacht. Die seitlichen Maschen werden in diesem Fall dann natürlich immer entsprechend mehr. Und du kannst natürlich alle Randvarianten anwenden, die ich dir zuerst gezeigt habe. Und auch in diesem Fall gilt natürlich, dass du die Umschläge verschränkt abstricken kannst, wenn du keine Löcher haben möchtest.
So, wo kommt der Umschlag? Also auch hier die Umschläge anstatt rechts abzustricken, den hinteren Faden des Umschlags abstricken, also rechts verschränkt stricken. Damit kannst du bequem mit Umschlägen zunehmen, aber ohne dass Löcher entstehen. So, hier siehst du das. Und wenn du hier die Maschen, die Nadel aus den Maschen rausnehmen würdest, das mache ich gleich, dann bemerkst du noch etwas, noch eine Besonderheit, wenn du so zunimmst, also von der immer an der Mitte zunehmen. Erstens einmal wird so ein Tuch nicht ganz so ausladend wie das ganz einfache Tuch, das ich dir zu Anfang gezeigt habe. Und je nachdem, ob du eben in jeder Reihe Umschläge strickst oder in jeder zweiten Reihe, verändert sich natürlich die Schräge des Dreieckstuchs. Am besten du probierst ein kleines Stück, wie spitz du dein Dreieckstuch haben möchtest. Aber natürlich kannst du alle diese Variante auch von der langen Seite, also von der längsten Seite her stricken. Das heißt, du kannst mit den meisten Maschen beginnen, also mit der gewünschten Breite des Dreieckstuchs, und kannst also sozusagen in die Gegenrichtung, was wir jetzt zugenommen haben, kannst du genauso gut natürlich abnehmen, indem du von der breitesten Seite beginnst. Also wenn dir das lieber ist, ist das eine weitere Variante. Hängt auch ein bisschen vom Muster ab, das du verwenden möchtest. So, und eine weitere Besonderheit zeige ich dir nun, wenn ich die Nadel rausziehe. Dieses Tuch, wo du in der Mitte zugenommen hast, das kriegt nämlich einen Knick. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf das Muster aus.